Kaum ein anderer Begriff ist so umstritten und mit unterschiedlichen Bedeutungen belegt wie der Begriff Egoist. Und deshalb ist der Titel natürlich auch provozierend, von der Kunst oder sogar der Pflicht, ein Egoist zu sein. Aber du wirst als Unternehmer nicht erfolgreich sein, du wirst als Mensch kaum glücklich sein, wenn du nicht die Balance findest. Und zur Balance gehört auch die Fähigkeit, ein Egoist sein zu können, und zwar an den richtigen Punkten. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern ich bin auch Coach und Mediator, berate Menschen und begleite sie auf ihrem Lebensweg oder bilde sie aus als Trainer. Und eine der größten Fragen ist natürlich, wo und wie grenze ich mich anderen Menschen gegenüber ab? Wie sorge ich dafür, dass nicht nur die Bedürfnisse und Probleme anderer Menschen gelöst werden, sondern dass auch die eigenen Bedürfnisse und Probleme gelöst oder erfüllt werden. Deshalb gebe ich dir heute drei wichtige Punkte mit, drei wichtige Themenbereiche, weshalb es wichtig ist, dass du nicht nur ein guter Diener wirst, dass du anderen Menschen hilfst, Probleme zu lösen, sondern dass du auch an drei wichtige Punkte denkst, die dich selbst betreffen. Denn was willst du in anderen entzünden, wenn das Feuer in dir erloschen ist? Wie willst du als Mutter deinem Kind im Flugzeug helfen, die Sauerstoffmaske aufzusetzen, wenn du selbst bereits erstickt bist? Das heißt, es gibt bestimmte Pflichten und bestimmte Reihenfolgen, wo auch die Mutter im Flugzeug lernt, zuerst sich selbst die Sauerstoffmaske aufzusetzen und dann dem hilfsbedürftigen Kind. Das Gleiche gilt im Leben, das Gleiche gilt in der Wirtschaft, das Gleiche gilt in fast allen Beziehungen. Und ich sage dir heute, worauf es ankommt. Der erste große Bereich ist dir sicherlich bekannt. Denn dein Körper, den du zur Verfügung gestellt hast, und dein Geist, der hat bestimmte Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen. Das Essen, das Trinken, natürlich auch das Schlafen, das Chillen, das Regenerieren. Du brauchst Beziehungen, auch Sexualität gehört zu den Bedürfnissen, genauso wie das Eingebundensein in eine Gemeinschaft. Und die meisten Menschen haben darüber hinaus noch ein Bedürfnis, auch in das Überirdische, in das Übersinnliche, in das Spirituelle Kontakt aufzunehmen. Und da wird kaum ein Mensch in dein Leben kommen und dir eine Woche zusammenbauen, ein Leben zusammenbauen, wo all diese Bedürfnisse erfüllt sein. Das ist Chefsache, das ist deine Aufgabe als erstes von den drei Aufgaben zu erfüllen. Der zweite wichtige Punkt, wo du die Pflicht hast, Egoist zu sein, beim Herausfinden, wo du natürlich intrinsisch motiviert bist. Was sind deine Interessen? Was machst du wirklich gerne? Denn das ist ein wichtiger Hinweispfeil auf deine Berufung. Es gibt Menschen, die haben ein großes Interesse, Dinge umzusetzen. Die roten Typen nach der Methode Birkmann.info. Viele andere sagen hingegen, sie wollen andere überzeugen, lehren, motivieren, beraten. Das sind die Grünen. Andere wiederum sind vom Typ her eher kreativ, visionär. Die fangen ständig was Neues an, haben tausend Ideen. Die machen niemals die Sachen zweimal gleich, sondern jedes Mal anders. Die wollen jeden Tag was Neues und vieles erleben. Dann wirst du wahrscheinlich nicht am Fließband stehen, in einer Produktionsstätte und auch kein Handwerker werden. Und diejenigen, die Verwalter sind und Administratoren, die werden nicht im Telefonverkauf sein, die werden keine Promoter in der Fußgängerzone sein und nicht auf der Bühne stehen und andere motivieren und überzeugen. Die sitzen dann irgendwo in der Buchhaltung oder als Managerabteilung und verwalten und unterhalten das Unternehmen, erhalten es schließlich auch aufrecht. Deine Aufgabe ist es nun selbst herauszufinden, wo sind deine natürlichen Energiequellen, deine inneren Kraftwerke angesiedelt? Und dann deine berufliche Planung, aber auch die private Planung, deine Hobbys, alles danach auszusuchen, dass du Freude hast an dem, was du gerne tust. Der dritte Grund ist, warum du die Pflicht hast, ein Egoist zu sein, weil du insgesamt circa 11 psychologische Bedürfnisse hast. Du brauchst also nicht nur Essen, Trinken, Schlafen, du brauchst auch in deinem Umfeld, in deiner Gemeinschaft, an deinem Arbeitsplatz, in deinem gesamten Leben, in deiner Arbeitswoche erfüllte Bedürfnisse. Und die wenigsten Menschen, die diesen Test www.birkmann.info nicht gemacht haben, kennen diese 11 Bedürfnistanks gar nicht und wundern sich dann, warum sie keinen Zugriff auf ihre Stärken, auf ihre Ressourcen haben. Denn Birkmann sagt in dem Test ganz klar, dass du deine Stärken umso mehr einsetzen kannst, je mehr deine Bedürfnistanks gefüllt sind. Und um diese aufzufüllen, musst du diese natürlich vorher kennenlernen. Damit du eine Vorstellung davon hast, was genau diese Bedürfnisse sein können, die bei jedem Menschen anders sind, werde ich dir ein paar Beispiele aus meiner Vergangenheit erzählen. Denn ich habe mich zwar gefreut auf die Tätigkeit als Soldat bei der Bundeswehr und als Gruppenführer und wollte die Offizierslaufbahn machen, aber ich habe mich nie richtig wohl gefühlt und später beim Birkmann-Test habe ich herausgefunden, dass ich Pläne sehr gut abarbeiten kann, je mehr ich sie selbst gemacht habe.
Wenn mir ein anderer aber eine Struktur vorgibt, wie ich von A nach B komme, dann gehe ich diese Struktur entweder gar nicht und nur sehr ungern. Ich gehe lieber von A über B nach D, gehe über F, Z und dann komme ich vielleicht bei C an, wenn ich Lust habe. Und das fällt natürlich in solchen Strukturen ein wenig auf. Deshalb bin ich als Unternehmer viel besser geeignet, eigene Businesspläne und Geschäftsmodelle aufzubauen und denen nachzufolgen und gehe in viel mehr Arbeitsstunden denen nach, als ich damals als Angestellter, als Soldat bei der Polizei oder bei der Kripo oder bei der Bundeswehr unterwegs war. Ein zweites wichtiges Bedürfnis, was ich durch den Birkmann-Test erfahren habe, ist, dass ich Vielfalt am Arbeitsplatz brauche. Wenn ich also nur am Schreibtisch sitze und einen Vorgang abarbeite, über Tage und Wochen vielleicht, im Landeskriminalamt, wo auch immer, dann wird mir innerhalb von 30 Minuten langweilig. Das heißt, ich brauche einen Arbeitsplatz, wo ich an 7 verschiedenen Projekten hintereinander arbeiten kann. Hiermit ist jetzt nicht Multitasking gemeint, alles gleichzeitig, sondern 10 Minuten an dem Projekt, 30 an dem, dann kommt ein Kunde rein, dann klingelt das Telefon, dann habe ich eine Besprechung, dann habe ich wieder einen Kundentermin, dann kann ich wieder ein paar E-Mails beantworten, einen Brief machen, vielleicht ein Video produzieren. Ich brauche also die Vielfalt von Dingen und immer so einen kleinen lohnenden Vorrat von Projekten, wo ich immer mal zwischendurch, wenn mir super langweilig wird, 5 Minuten was anderes mache, bevor ich wieder zurückkomme. Andere Menschen wiederum brauchen genau das Gegenteil. Die brauchen eine Sache und keine Ablenkung. Und der Birkmann-Test zeigt dir das ganz genau. Die dritte Sache, weshalb ich zum Beispiel bei der Kripo gar nicht mehr motiviert war, dorthin zu gehen, ist, dass dort Leistung nicht anerkannt wird. Mein Birkmann-Test sagt allerdings, dass Anerkennung von Leistung und die Aufrichtung, die Errichtung von Wertemaßstäben, die meine Leistung beurteilen und wenn ich gute Leistung erbracht habe, das auch benannt wird, ist elementar für mich. Wenn ich an einen Arbeitsplatz gehe und ich bringe Bestleistung, dann wünsche ich mir auch, dass das anerkannt wird, dass das gemessen wird und dass ich belohnt werde. Und zwar nicht wie alle anderen, sondern besonders. Deshalb bin ich in der freien Wirtschaft, in der freien Marktwirtschaft richtig. Aber in einer Behörde war es völlig egal, wie viele Täter ich gefangen habe im Dienst. Und es war sogar egal, wenn ich Täter in der Freizeit. Mit kaputtem Fuß bin ich dann dem Handtaschenräuber hinterher. Es hat keinen in meiner Dienststelle interessiert. Bei der Bundeswehr gab es vielleicht noch hin und wieder Auszeichnungen für Bestleistung. Aber wirklich weitergebracht, finanziell in der Karriere, hat mich das nicht. Und deshalb bin ich Unternehmer. Und vielleicht ist das auch bei dir eine Motivation, sich selbstständig zu machen, dass du einen Maßstab brauchst, der dich belohnt. Und der fairste Richter, hat Ernst Reuter gesagt, ist immer noch der freie Markt. Denn die Kunden sind ehrlich. Entweder sie fühlen sich bei dir aufgehoben und du kannst das Problem lösen und du bist dein Preiswert oder eben nicht, dann stimmen sie mit den Füßen ab und gehen woanders hin. Das vierte wichtige Bedürfnis, was ich bei mir durch den Birkmann-Test herausgefunden habe, weshalb ich beispielsweise auch nicht mehr bei der Bundeswehr bin, dass ich nur begrenzt Zeit mit Gruppen verbringen kann. Ich kann nicht 168 Stunden ständig in Gruppen sein. Andere Menschen hingegen, die brauchen ständig Menschen um sich herum. Bei mir ist es so, dass ich mindestens 50% der Woche alleine sein muss oder mit ein oder zwei wichtigen Personen zusammen. Das heißt, ich brauche jeden Tag Freiräume für mich, Termine mit mir, wo ich nicht in Gruppen bin. Das ist natürlich in der Bundeswehr, wenn man in seinem Zug oder seiner Kompanie unterwegs ist, ständig um Menschen herum ist, natürlich völlig anders, wenn man da wochenlang oder monatelang in Gruppen ist. Rückzugsgebiete, nun, gab es da wenig. Deshalb war auch da bei mir dieser Bedürfnistank leer. Und auch meine Stärken konnte ich deshalb nicht voll einsetzen. Und ich war nicht motiviert, dort dauerhaft zur Arbeit zu gehen und habe deshalb dort aufgehört. Zusammengefasst bedeutet das also, dass es eine ganze Menge Dinge gibt, wo sich andere Menschen um dich kümmern, zum Beispiel, dass du deine Steuern bezahlst. Aber die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben, dass du dich weiterbildest, aber dass du auch deine Bedürfnisse erfüllst, dass du weißt, wie viel Regeneration, wie viel Schlaf du wann brauchst, da kommt keiner und kümmert sich darum. Es kommt auch niemand und sagt dir, du hast aber ein ganz tolles Talent, möchtest du nicht in diesem Bereich arbeiten? Das passiert selten mal, wenn du gute Führungskräfte hast. Aber spätestens im dritten Punkt, wo es um deine Persönlichkeit geht, um deine Bedürfnisse geht, damit du in einem ressourcereichen Zustand kommst und bleibst, da kommen ganz wenig Menschen und sagen, du brauchst also so und so viel Zeit alleine, so viel Zeit in der Gruppe, du brauchst Entscheidungsfreiheit, du kannst die Struktur selbst machen. Das passiert noch seltener. Und deshalb lade ich dich ein, heute dafür Verantwortung zu übernehmen. Das ist deine Pflicht, in diesen Bereichen Egoist zu sein. Das heißt natürlich nicht, dass wenn du an den Markt herantrittst, dass der Kunde im Vordergrund steht, dass du deinem Kunden, deinen Mitarbeitern dienst, dass jeder seine Probleme gelöst bekommt, dass ihr gut miteinander auskommt und du Werte schöpfst und produzierst, wofür du dann auch dein Geld verdienst. Aber die Voraussetzung ist, dass du weißt, wer du bist, dass du weißt, was du brauchst und Sorge dafür trägst, dass du das bekommst, was du brauchst,
Denn andere wissen das nicht und wie sollen sie dir helfen? Die meisten sind mit sich selbst beschäftigt und kennen sich selbst nicht und noch weniger wissen sie über dich Bescheid, was du brauchst. Wenn du mehr über diesen Test wissen willst, kannst du ihn entweder direkt über www.birkmann.info bestellen oder ein kostenfreies Erstgespräch vorher ordern und alle Fragen beantwortet bekommen. Gerne kannst du aber auch jetzt unser Video liken, den Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei, mal von der Kunst Gebrauch zu machen, Egoist zu sein und für die wichtigsten Ressourcen in deinem Leben selbst zu sorgen, denn jemand anderes tut es wahrscheinlich nicht. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50 bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder